diesen Ort. Selbst wenn er sich verändert hat. Das Datendepot hier enthält meine alten Kampfberichte. Zu Beginn des Fluchs der träumenden Stadt kämpften wir standhaft. Doch letztendlich hatten wir keine Chance gegen die Besessenen. Wir hörten Stimmen. Ein Meer aus erwachten Verstärkungen in unserem Rücken. Sie kamen aus einer Öffnung der Ebenen. Ich dachte, wir wären gerettet. Und dann erkannte ich einige ihrer Gesichter. Meine Korsarinnen. Freunde, die bereits im Kampf gefangen waren. Der Fluch begann erneut. Ich führte dieselben Freunde wieder in ihren Tod. Immer wieder. Gehen wir weiter. Eine Scharfestung, die nun ein Gefängnis ist, öffnet dir ihre Tore. Als die Schar dieses Reich erstmals angriff, sperrten wir ihre unsterbliche Botin unterhalb dieses Turms ein. Du wirst jetzt tun, was wir nicht konnten.
doppelt korrumpiert. Vielleicht waren es Orientierungsdaten. Xivoarms Spiele waren her. Sie haben vermutlich daran herumgepfuscht. Mir war bewusst, dass ihre Streitkräfte durch die Ebenen kriechen. Aber wenn sie dreist genug sind, sowas zurückzulassen, scheint es, als wollten sie uns verspotten. Sie weiß, dass wir sie nicht aufhalten können. Sie kann die Ebenen mit endlosen Truppen überschwemmen. Und wir können nichts weiter tun, als so lange wie möglich durchzuhalten. Infestiert die Aszendentenebene wie Termiten faulendes Holz. Sie breiten sich von den Grenzen der Thronwelten ihrer Ahnen aus. Um die Schar zu vernichten, musst du sie im Keim ersticken. Ohne ihre Wurmgötter sind sie so zerbrechlich wie Glas.
ein Scharritual. Halt es auf, Hüter. Fortsetzen, irgendwo jenseits der Portale. Sie müssen aufgehalten werden. Die Daten in diesem Depot sind fehlerhaft. Die Schar hat versucht, gewaltsam darauf zuzugreifen. Wir haben Ewigkeiten damit verbracht, diese Linien freizuhalten. Dann mischt sich Xivu Arad ein und plötzlich brechen Wellen der Schar durch unsere Tore. Die Korsarinnen und Techians hatten alles unter Kontrolle. Selbst im Angesicht eines endlosen Flugs von einem Wunschdrachen ist es nie so schlimm geworden.
Shah wollte einen Durchbruch zwischen diesem Reich und Xivu Arads Thronwelt erschaffen? Ich bin nicht sicher, ob solch ein Ritual Erfolg gehabt hätte. Xivu Arad muss verzweifelt versuchen, Savathun aufzuhalten. Wie schade für sie.